Erkenne, ich bin das höchste Wesen. Kommentar zum Vivekachudamani, Vers 495. Der Schüler hat erkannt die höchste Wirklichkeit. Aus diesem Bewusstsein spricht er. Und diese Erfahrung des Schülers kannst du auch machen. Und du kannst sie auch nutzen als Affirmation. Narayanoham Narakantakoham Purantakoham Purushoham Ishaha Akandabodhoham Ashesha Sakshi Nirishvaroham Niraham Chanirmamaha. Ich bin Narayana in allen Wesen. Ich bin derjenige, der alle Dämonen überwunden hat. Ich bin der Zerstörer von Tripurasura, dem Dämonen, der auf allen drei Ebenen einen stört. Ich bin das höchste Wesen. Ich bin Ishvara, eins mit dem Herrn. Ich bin das ungeteilte Bewusstsein, ich bin Zeuge aller Dinge. Ich habe keinen anderen Herrn und ich bin frei vom Gefühl für ich und mein. Wenn du das Gefühl hast, von anderen getrennt zu sein, dann sage, ich bin eins mit Narayana in allen Wesen. Wenn du das Gefühl hast, da sind schlechte Eigenschaften in dir, dann sage, Narakantakaha, ich kann alle Dämonen überwinden. Wenn du dich in verschiedenen Ebenen irgendwo gestört fühlst, sei dir bewusst, du bist Purantakaha, du bist derjenige, der alle Negativitäten überwundet. Aber noch viel wichtiger, Purushaham, ich bin die reine Weltenseele. Akanto Bodoham, ich bin reines Bewusstsein. Ashesha Sakshi, der Zeuge, der Beobachter von allem. Nirishvaroham, ich habe keinen Herrn über mir. Niraham, ich bin egolos, ohne Ego. Cha, Niramamaha, ich bin frei von allen Besitzansprüchen. Lass einiges davon auf dich wirken. Ich werde einige dieser Affirmationen wiederholen. Spüre das und dann lebe daraus. Setze es um, meditiere oder spüre es. Vielleicht magst du danach einen Moment in die Stille gehen. Ich bin eins mit dem höchsten Wesen. Ich bin das ungeteilte Bewusstsein. Ich bin Beobachter von allen Dingen. Ich bin frei vom Gefühl von ich und mein.